Willkommen bei MeinKick TV und zwar haben wir heute Ralf Weber als Gast. Dankeschön, dass du dich so kurzfristig zur Verfügung stellst für uns. Ihr fahrt heute ins Trainingslager. Du bist auch neu hier mit Rudi Bommer jetzt im Team. Was erwartest du dir hier von dem Projekt, Dreieich? Ja, zunächst mal erwarte ich mir, dass wir die Klasse halten. Das ist erstmal das oberste Ziel, hat absolute Priorität. Und wenn wir den ersten Schritt gemacht haben, dann können wir mal schauen, was noch mehr geht. Vielleicht zu deiner Funktionalität noch mal was. Du als A-Lizenzinhaber und der auch ein größeres Netzwerk hat. Was werden deine Aufgaben vornehmlich sein und wie willst du den Rudi Bommer unterstützen bei dem Projekt? Ja, also zunächst mal bin ich Co-Trainer, auch für die tägliche Arbeit auf dem Platz mitverantwortlich. Dann kommt dazu, dass wir ab Sommer hier mehr Kinder und Jugendliche integrieren wollen. Sollen mehr Mannschaften dazukommen. Und das Ganze dann zu koordinieren und abzustimmen, wird auch mit meine Aufgabe sein. Mhm. Ich denke, dass wir in puncto Personal vielleicht auch den einen oder anderen dazu bekommen werden, der uns da unterstützt oder dann auch die Jugendarbeit mitleitet. Und ja, das wird dann mit Sicherheit auch einer der Schwerpunkte sein. Wie man hier sehen kann, habt ihr auch eine schöne Sportanlage. Ihr seid jetzt auch im Team, sag ich mal, Charlie Körbel auch ehrenamtlicher Vorstand mit, dein Kumpel oder sag ich mal auch Weggefährte Rudi Bommer. Inwiefern ist das so eine neue kleine Eintracht oder was habt ihr hier, sag ich mal, so für Visionen mit dem Verein? Ja, sicher sind wir alle ehemalige Kollegen, auch als Spieler bei der Eintracht. Aber es ist jetzt hier ein neues Projekt. Ich meine, der Erwin Skeler ist jetzt auch hier bei der U15 ganz neu dabei. Ja, ist vielleicht nicht nur Zufall, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, weil wir verstehen uns auch menschlich alle gut, nicht nur auf dem Platz früher. Und ja, wie gesagt, wir haben auch vor, noch mehr Jugendmannschaften zu integrieren, noch mehr Talente vielleicht hierher zu holen, die weiter auszubilden, dass vielleicht auch der eine oder andere mal den Sprung dann später schaffen kann. Dann nochmal was vielleicht zur Aktualität in der laufenden Saison. Ihr fahrt heute auch ins Trainingslager. Wie ist der aktuelle Stand deiner Meinung nach? Ist die Mannschaft gut aufgestellt? Wie wollt ihr die Transfers vielleicht, sage ich mal, gut einbauen in die Mannschaft? Und was ist deine persönliche Einschätzung jetzt für die Rückrunde? Ja, ich denke, der Kader ist personell gut aufgestellt. Die Jungs sind alle gute Fußballer, alle durch die Bank. Wir haben vielleicht in 2015 oder zweite Jahreshälfte 2015 vielleicht ein bisschen an Mannschaftsgeist vermissen lassen. Haben auch viele einfache taktische Fehler gemacht und haben so auch häufig gegen Mannschaften verloren, die fußballerisch vielleicht unterlegen waren. Und ich denke, da haben wir einen super Ansatz gefunden, dass wir in Sachen Taktik viel mehr aus der Mannschaft rausholen können. Und ja, und dann hoffen wir, dass es im Spiel auch umsetzen, dass wir am Ende dann auch unser Ziel erreichen. Das kann nur Klassenerhalt sein dieses Jahr. Vielleicht auch nochmal, wir haben auch schon davor die beiden Herren Aswak und Mokhtari erwähnt. Ihr habt aber auch zwei afghanische Nationalspieler noch im Kader. Also da merkt man auch schon die Qualität. Du hast es gesagt, man muss es natürlich auch auf den Platz bringen. Wie versucht man so Jungs auch, sage ich mal, in tieferen Klassen zu motivieren und das ganze Potenzial aus diesen Spielern rauszuholen? Also ich glaube, die Jungs sind alle motiviert. Auch Mimo und Moki und die zwei, die du erwähnt hast, die sind gut dabei hier bei der täglichen Arbeit. Die extra zu motivieren, glaube ich, muss man nicht machen. Die Truppe im Gesamten, die macht es dann aus. Natürlich können der Mimon und Moki viel Erfahrung noch hier und da mal ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbringen. Es fehlt vielleicht der Truppe auch so ein bisschen, dass sie dann hektisch wird, wenn es nicht so gut läuft. Und ich denke, da haben wir zwei richtig gute Jungs dazugeholt, die das Problem auch ein bisschen mitbeheben können.